Ich heiße Angelika Tschedig-Eisenberg und ich arbeite am Gregor-Mendler-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ich forsche an Pilzinfektionen bei Pflanzen. Was ist Ihre Forschungsfrage? Mich interessiert, welche Auswirkungen die Pilze auf das frühe Pflanzenwachstum haben, noch lange bevor man offensichtliche Symptome der Infektion in der Pflanze sehen kann. Wie finden Sie eine Antwort? Um das zu erforschen, benutzen wir die sogenannte Phenobox. Das ist ein Apparat, den wir im Labor entwickelt haben, der Pflanzenfotos aufnimmt und dann Parameter extrahieren kann, die uns Rückschlüsse über das Pflanzenwachstum geben. Was haben Sie bisher herausgefunden? Wir haben bisher herausgefunden, dass tatsächlich die Pilzinfektion schon sehr früh Veränderungen im Pflanzenwachstum auslöst, sodass wir vorhersagen konnten, welche Pflanze später die Infektionssymptome entwickeln wird und welche nicht. Warum ist das wichtig zu wissen? Es wurde geschätzt, dass die Nahrung für 600 Millionen Menschen jährlich durch Pilze zerstört wird. Deswegen denke ich, es ist sehr wichtig, dass wir möglichst viel über diese Pilze lernen, wie die Pflanzen infizieren, sodass wir Wege dagegen finden können.